So, weil mich viele Leute von euch gefragt haben, was ich eigentlich in meinem Kamerarucksack habe, habe ich mir gedacht, dass ich euch das in diesem Video einfach mal zeige. Und was sich in diesem Rucksack befindet, wenn ich unterwegs bin, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Als Rucksack verwende ich den Amazon Basics DSLR Kamerarucksack. Das ist ein ziemlich günstiger Rucksack, welchen ich im Angebot für ca. 25 Euro gekauft habe. Normal kostet er so um die 40 bis 50 Euro. Und das Coole an dem Rucksack ist einfach, dass man ziemlich viele Fächer hat. Zum einen hat man hier einige Fächer, wo man kleine Sachen wie Kabel oder irgendwelche Zusatzakkus reinmachen kann. Aber dann hat man auch für seine Kamera selber ein ziemlich großes Fach, wo man Objektive, Mikrofone oder auch Zusatzmonitore reinmachen kann. Was einfach ziemlich vorteilhaft ist, wenn man viel Zubehör hat. Und als letztes natürlich auch ein Fach für Laptops, wo Laptops bis zu 17 Zoll wirklich problemlos reinpassen. Und natürlich kann man auch wahlweise noch ein iPad oder so mit dazu packen. Genau, das ist der Rucksack. Und das, was sich im Rucksack befindet, das habe ich hier noch auf dem Tisch. Und als wichtigstes ist natürlich die Kamera selber. Das ist in meinem Fall jetzt die Sony Alpha 6300. Die habe ich hier mit einem Kamera-Cage, wo ich dann noch meinen Zusatzmonitor drauf habe, damit ich mich auch selber sehen kann, weil das bei der Kamera ja so leider nicht möglich ist. Und dann kann ich auch immer, wenn ich filme, alles in schön groß sehen und sehen, ob auch alles scharf ist. Dazu habe ich dann natürlich auch noch die nötigen Akkus, damit ich auch schön lange filmen kann, weil das ist bei der Kamera ja leider ziemlich bescheuert, da die Akkulaufzeit nicht wirklich gut ist. Und als letztes zu der Kamera habe ich dann noch ein kleines Shotgun-Mikrofon, welches ich einfach oben auf den Blitzschuh schrauben kann. Und dann habe ich auch unterwegs draußen gute Audioqualität. Und das ist so das, was ich an Kamera-Equipment in dem Rucksack drin habe. Aber natürlich habe ich auch noch weitere Dinge, wenn ich unterwegs bin. Und zwar einen Laptop. Und das ist in meinem Fall jetzt das 15 Zoll MacBook Pro Retina in der Grundausstattung. Das reicht aber problemlos zum 4K-Videoschnitt. Und unterwegs habe ich dann dementsprechend natürlich auch extrem viel Leistung. Beim Schnitt verwende ich dann meistens die Jabra Revo Wireless. Das sind wirklich gute Kopfhörer, die ich auch wahlweise kabellos per Bluetooth verwenden kann. Aber natürlich auch mit Kabel, wenn der Akku mal leer sein sollte. Und Strom ist auch so eine wichtige Sache. Da habe ich eine Powerbank hier von One by One in dem Fall. Und das Coole bei dieser Powerbank ist, dass die neben den 10.000 mAh auch noch ein kleines Display eingebaut hat, dass man wirklich genau sehen kann, wie viel Prozent die Powerbank noch hat. Das ist ja bei den meisten Powerbanks nicht so. Die haben dann nur 4 LEDs und da kann man immer nur grob sehen, ob die Powerbank noch voll ist oder nicht. Aber bei dieser kann man das wirklich ziemlich genau sehen. Dazu habe ich dann natürlich etliche Kabel. Zum einen ein USB-Typ-C-Kabel, welches ich benötige, falls ich mal wieder mit einem Gerät, welches einen USB-Typ-C-Anschluss hat, unterwegs bin. Dann ein ganz normales Micro-USB-Kabel, damit ich Kopfhörer und die Kamera und so aufladen kann. Und dann natürlich ein Lightning-Kabel für mein iPhone. Und zusätzlich habe ich dann noch für den Notfall, falls ich mal mehrere Apple-Geräte mit dabei habe, so ein ganz kleines Kabel. Das kann man sich auch zur Not an Schlüsselbund machen und da hat man dann immer schön ein Lightning auf USB-Kabel mit dabei. Das ist auch wirklich schön kurz und nimmt dadurch auch nicht viel Platz weg. Und dann habe ich auch noch immer zwei Netzteile für die Steckdose mit dabei, dass wenn die Powerbanks mal leer sein sollten oder ich mehr Geräte aufladen kann als mit der Powerbank möglich, dass ich dann auch gut mit Strom versorgt bin. Und als Handy habe ich dann in dem Fall jetzt aktuell das LG G5 immer mit dabei, weil ich dieses aktuell teste und das wechselt natürlich immer je nachdem, welche Handys ich gerade so im Test habe. Damit die Geräte auch immer sauber sind, habe ich dann ein Mikrofasertuch und ja, kann ich jedem empfehlen, denn verschmutzte Geräte sind wirklich nervig. Wenn ich dann mal mit dem Smartphone irgendetwas filmen möchte, habe ich auch noch so einen kleinen Kameramount für das Handy. Da kann ich dann das Handy einfach reinklippen und diesen Clip dann auf ein Stativ befestigen und so auch mit meinem Fluid-Head und so wirklich flüssige Schwenks hinbekommen. Und wenn mir der Weitwinkel dann mal an meinem iPhone nicht reichen sollte, weil der ja nicht so krass ist beim Film, habe ich hier auch noch einen kleinen Aufsatz, mit dem ich mehr Weitwinkel beim Film bekomme und natürlich auch bei Fotos. Und das kostet wirklich nicht viel und deswegen finde ich das auch ziemlich cool. Und
Ja, als letztes habe ich dann noch ein Mikrofon, und zwar das Rode SmartLav Plus. Das ist ein kleines Ansteckmikrofon, welches man einfach an sein Handy anschließen kann und dann auch guten Sound unterwegs hat, falls dann das Shotgun-Mikrofon mal nicht ausreichen sollte, oder als Backup-Mikrofon, damit man auf jeden Fall Sound hat, falls ein Mikrofon ausfällt. Und ja, das ist so das, was ich bei mir im Kamerarucksack drin habe, wenn ich unterwegs bin. Ich probiere mal so wenig wie möglich mitzunehmen, weil das Ganze natürlich auch ziemlich viel wiegt. Aber natürlich habe ich auch noch für die Kameras und so die ganzen Netzteile und für den Computer. Also ein bisschen mehr kommt dann schon zusammen, aber es ist dann eigentlich nur Kabelkram. Also, das war's mit dem Video. Falls ihr Interesse an einigen Produkten habt, dann findet ihr in der Videobeschreibung natürlich wie immer den Kauflink. Und dann hoffe ich, ihr schaut beim nächsten Video auch wieder vorbei. Bis dahin. Ciao.